Name, erstmal hier ein bisschen was. Ja, ist eine fixe Aufnahme, weil kommt gerade von der Schule und wollte eigentlich bis 18 Uhr hier die jetzt fertig haben, aber ich glaube mal, das schaffe ich sowieso nicht mehr, egal. Jo, Sound stimmt. Dann einfach mal direkt, na, war natürlich falsch. Ich habe jetzt bei MyTest eine neue Session eingerichtet, heißt also hier eine komplett eigene Raumverzeichnisumgebung habe ich jetzt hier ein cleanes Verzeichnis, wo nur unsere Welt drin ist. Die mache ich jetzt und natürlich komplett Humbug. Ja. Also, mir ist ein Monster aufgefallen. Wie soll ich natürlich doch einfach mal ins Bett gehen? Ich hätte noch so drauf. Und zwar habe ich bei der vorigen Folge etwas undeutlich gesprochen. Und etwas schnell teilweise, also beides im Kombi. Und deswegen versuche ich jetzt einfach mal ein bisschen langsamer zu sprechen. Ein Schäfchen in der Höhle. Ich weiß nicht, irgendwas wollte ich. Ah, nee, doch, alles richtig, alles gut. Okay, so. Wo waren wir denn? Genau. Die Umfrage, ob das Haus da drinnen oder hier draußen soll, hat natürlich keiner beantwortet, war ja auch klar. Er hat noch absolut keine Fanbase. Dementsprechend sage ich jetzt einfach mal von mir aus, dass wir das Haus hier draußen bauen. But first, let me take call. Einmal ein bisschen Kohle abschöffeln. Das sieht dann natürlich wieder absolut genial aus. Ja, dann, wie gesagt, die Aufnahme ist jetzt hier. Ich komme direkt gerade von der Schule. Und ich habe heute mal vor, etwas länger aufzunehmen. Mal gucken. Das werden ja jetzt 15 Minuten folgen, so ungefähr. Hier ist ein böser Mann. Wieso greift er mich denn nicht an? Was ist denn hier los? Ich meine, klar, dass sie wegrennt, wenn man sie angreift, ist richtig. Ich hatte gerade direkt bei mir. Die hätte mich eigentlich damagen müssen. Aber nicht. Gut. Ja. So. Wir werden unser Lager also hier draußen aufschlagen. Also beides in einem. Ich werde hier schön eine Kante reinhämmern, die dann ungefähr bis hier hinten geht. So, schönes Eck im Felsen. Und das wird dann unser Unterschlupf sozusagen. Das habe ich mir jetzt so überlegt. Ja, des Weiteren wäre natürlich auch noch die Frage mit dem neuen Texture-Pack. Das habe ich jetzt noch nicht aktiviert, weil ich müsste das zu dieser neuen Session, die ich extra für das Let's Play eingerichtet habe, erstmal rüber kopieren. Habe ich jetzt dummerweise verpatzt. Wollte ich eigentlich noch schnell machen für die Aufnahme, aber jetzt, naja, nee, ist halt zu spät. So, dementsprechend haut die Hacke gleich mal tot. Perfekt, dann können wir uns nämlich mal eine neue Hacke bauen, und zwar eine aus Steinen. So, ist natürlich etwas besser als aus Holz. Keine Monster, sehr schön. Ja, doch, wir lassen das hier perfekt angrenzen. Dann haue ich hier direkt rein. Ich weiß nur nicht, ob ich das noch ganz oben lasse. Dann müssen wir nochmal hochspringen. Naja, egal. Machen wir erstmal hier auf ebener Höhe. Ansonsten kann natürlich auch sein, dass denn gleich bald, alsbald irgendwann meine Mutter in der Tür steht. Ich hoffe, dass das nicht so schnell passiert, weil dann müsste ich die Aufnahme vorzeitig abbrechen. Obwohl, wieso eigentlich? Ja, keine Ahnung mehr, mal gucken. Wie gesagt, wir sind da gerade noch am Umzug. Kam gerade neue Pakete, die habe ich auch erstmal noch hochgeschleppt. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen außer Puste. Hatten ja auch gerade erst noch Sport. Gut, habe ich persönlich nicht mitgemacht, wegen weil ich Sport vergessen. Außerdem zu faul, kein Bock. Wir hatten gestern IHK-Test, ist ja auch egal. Fakt ist auf jeden Fall, sie könnte durchaus schon eine halbe Stunde in der Tür stehen. Ich würde heute also gerade mal zwei Folgen schaffen. Oder ich mache einfach, ich hoffe mal, das wird dann mit den Hintergrundgeräuschen nicht so abartig.
Vielleicht mache ich einfach die Aufnahme auch weiter. Pff. Vielleicht lade ich sie auch ein zu einem kleinen Let's Play Together. Wobei sie dann ja eigentlich eher zuguckt. Na gut, soll jetzt doch keine Sorge sein. Ich versuche erstmal so lange wie möglich das zu machen. Ja, und dann... wo war ich? Genau. Ja, wie gesagt, ich versuche jetzt die Folgen so... auf einer Viertelstunde zu begrenzen. Weil ich weiß nicht, eine halbe Stunde gleich, so wie letztens, wurde mir denn beim Angucken selber auch schon ein bisschen... vielleicht weil ich selber erstmal aufgenommen habe, kann natürlich sein, dass es deswegen besonders öde vorkam. Aber ich glaube mal, eine Viertelstunde ist eigentlich schon so akzeptabel. Das ist ja auch so diese Standardlänge bei YouTube, sag ich jetzt mal. Deswegen auf jeden Fall, oh, hier haben wir Schotter, Kies, Gravel, Gravel oder wie auch immer man das nennt. Ich nenne es einfach liebevoll Kies, weil ich denke mal, genau das soll es darstellen. Ja. So. Ansonsten können wir natürlich dann auch erstmal anfangen mit Beete. Also ich bin ja immer besonders dafür, immer erstmal irgendwo Getreide anzubauen, damit wir Brote haben. Ich meine, wir haben ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen Fleisch. Das liefert hier jetzt relativ gut. Vor allem mit den Äpfeln. Ja, von daher haben wir da noch ein bisschen Puffer. Ansonsten ist ja die nächste große Sache erstmal Höhlenerkundung, aber brauchen wir jetzt erstmal noch nicht, weil Höhlenerkundung brauchen wir ja eigentlich hauptsächlich für Materialien, also Eisen, Kupfer etc. Wäre zwar wichtig für eine Rüstung, aber ich glaube mal gleich am Anfang in der Höhle hinabzusteigen, dürfte dann doch relativ ermüdend sein. Weil so nah an der Oberfläche gibt es hier kaum große Höhlen. Heißt also, ich baue in der Regel immer erstmal schön mit der Handkante direkt schräg nach unten, so lange bis ich auf eine etwas größere Höhle treffe. Mir fällt gerade auf, oben ist schon wieder diese Leiste aktiv. So. Ja, genau. What the fuck? So, deswegen erstmal hier reinkloppen, Haus bauen, Beet bauen und dann sehen wir mal weiter. So, hier könnten wir auch noch... Ja, was mir noch aufgefallen ist, ist beim Sand abbauen. Wenn ich den Sand abbaue, dann spinnt da irgendwie was bei dem Mikrofon. Wie gesagt, das ist ja jetzt hier so eine total temporäre Anlage. Heißt also, der Sound, den ihr hört, kommt bei mir aus dem Kopfhörerausgang, wird dann per einem Patchkabel wieder in den Mikrofoneingang geleitet, um von da dann aufgenommen zu werden. Beziehungsweise eine extra Tonspur von dem MP3-Player, wo ich meine Stimme aufnehme. Und irgendwas klappt da bei dieser Mikrofonrückkopplung nicht, wodurch es aber nur beim Sand, da zu diesen komischen Soundstörungen kommt. Ich schätze mal, das steuert an manchen Stellen zu sehr aus. Und dann pickelt sich das Mikrofon dann neu ein. Keine Ahnung. Ich werde erstmal was trinken. Eieiei, fängt das schon gut an. Ah, jo. Sehr schön, sehr schön. Oh Mann, Alter. Das war heute mal wieder ein Tag, ey. Wie hoch müssen wir überhaupt? Aber das müsste doch jetzt eigentlich die richtige Höhe sein. Oder muss ich denn noch eins hoch? Ah doch, ich muss noch eins hoch. Nee, wir sind schon eigentlich in Höhe. Und dann wird das genau... Nee, passt auch nicht. Das passt auch nicht. Hä? So kommen wir nicht ran. Hä? Wieso? Ach, ich bin zwei hoch. Ja, das ist natürlich... Also, ist das doch die richtige Höhe. Genau, die Ebene muss doch weg. Und dann haben wir hier so diesen wunderschönen Vorsprung. Ja. Da oben ist echt eine relativ glatte Ebene, ne? So. Noch eine Spitzachse. Am besten brauchen wir gleich mal zwei. Das scheint ja hier doch ein bisschen... ja, Werkzeuge kann man nicht stacken. Genauso wie bei Minecraft. Dementsprechend ein Stock.
Wow. Wow. Ich bin entzückt, aber... Achso, Kisten haben wir ja nicht. Eben. Wir haben alles bei uns. Aber ich habe gesehen, wir haben auch Holz. Also von daher keine Panik auf der Titanic. So, Ofen müssen wir uns auch mal bauen. Bald mal bauen. So. So, jo. Also, genau. Erde. Bam. So. Ach, diese Lieder. Ach, scheiße. Dabei fällt mir ein, es kommt schon wieder Musik von R. Das ist ja gar nicht auf random geschalten hier. Da. Und da. Und da. So. Ist auch wieder R. Hat er Zufall oder? Nein, nu. Müsste doch auch andere Musik sein. Wieso kommt nur was von R? So. Jo. Sehr leise. Egal. Weiter im Text. So. Hä, was macht denn hier? Da wird hin. Bap. 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 Yep, hört mal alles. Sehr schön. Gleich mal kurz testen. Ah. Ich bin ja hier echt ein Profi bei Let's Play. So. Naja, das ist halt, weil ich nie weiß, ob er halt aufnimmt, weil ich höre mich zwar selber, aber ich weiß nie, ob man auch wirklich, ob er auch wirklich alles aufnimmt, wobei ich müsste mal alles aufnehmen. Ist auch egal. Fakt ist, ich gucke halt ab und zu mal lieber nach. Geht ja hier relativ zack, zack. Halt eins der vielen Vorteile von meinem Test im Zusammenhang mit Linux. Das ist übrigens auch so der Grund, weswegen ich so Linux-Fanatiker bin. Ich meine, ich bin ja, also jetzt nicht beruflich, beruflich bin ich Azubi bei einer Tankstelle, auch es wird schon wieder dunkel. Aber so privat bin ich ja sehr daran interessiert, Programme auseinanderzunehmen, Selbstprogramme zu erstellen, beziehungsweise Mikrocontroller-Lösungen zu entwickeln und diese dann zu programmieren. Also so ein richtig kleiner Motherfucker. Ja. Und dementsprechend habe ich natürlich auch einen gewissen Drang zu... Das ist natürlich blöd. Das ist ja blöd. Gut, wir gehen erstmal pennen. Dann gucken wir mal da drüben, was da los ist. You can only sleep at night. Das ist natürlich... Scheiße. Das ist natürlich richtig scheiße. Bitte, bitte. Ich will doch nur... Geht doch. Geht doch. So. Gucken wir mal, was da los ist. Naja, mal gucken, ob ich da gleich mal durchstoße. Ey, ist verdammt dunkel. So. Und so. Und so. Und so. Nee. Spaß. Alles gut, alles gut. So. Ja, und das ist halt auch so meine Ambiente dabei. Ich meine, ich kam vor ein paar Jahren, 2011 glaube ich, durch Zufall auf Linux, speziell vor allem auch schon da, als erste Berührung Knoppix, als Live-System, weil mich das so interessiert hat, wie Rechner ohne fest installiertes System starten können. Damals hatte ich ja noch Windows XP und das war für mich eine absolute Traumwelt, XP praktisch von der CD zu haben. Und dann kam ich darüber auf Live-Systeme, dann von Live-Systeme auf Knoppix und irgendwann habe ich gemerkt, wie Knoppix intern tickt, dass der ja ein Linux-Kernel tickt. Was Linux ist, wusste ich damals ja noch nicht. Also ich habe erst gemerkt, dass das so ein extrem abstrahiertes System ist, dass Knoppix also gar kein vollwertiges System ist, sondern viele Sachen vereint. Unter anderem auch einen eigenständigen Grundsatz. Naja, hab dann da halt weiter geforscht. Dann wusste ich, was Linux ist, was der Linux-Kernel ist. Das sieht hier natürlich... Kann man dazu als Haus nutzen? Das ist jetzt ein bisschen ungeplant. Wollte ich so jetzt eigentlich gar nicht. Das ist natürlich... Ist natürlich jetzt gut, wir können doch hier alle draus reißen und dann ein riesen Haus draus machen mit einem vorgefertigten Dach. Vor allem witzig, dass die Fläche genau eben ist zu der Fläche. Das scheint also eine kleine Spielerei vom Weltgenerator zu sein.
Auf jeden Fall kam ich so auf Linux und deswegen bin ich ganz froh, weil zum Beispiel das Starten von Programm per Kommandozeile verdammt fix geht, wie ihr gesehen habt. Auch wenn man Mytest startet, kommt man sofort im Menü, kann da klicken und deswegen ist Mytest extrem schnell durchgestartet.